Lialo, kleines Update zu unserem Ubuntu 16.04 Video vom letzten Mal. Wir hatten es ja da mit Snappy und ich bin ja jetzt schon mal ein Stückchen weiter. Wie gesagt, wir sind hier noch in der Entwicklungsversion. Das kommt ja erst, wie man am Release sehen kann, 2016 im April raus. Wir haben heute den März und zwar den 5. Also wir sind noch einen Monat zu früh oder viel mehr zu früh. Deshalb gucken wir mal rein, was da so los ist. So, Hintergrundbild für diese Version. Standard-Hintergrundbild gibt es schon. Die anderen Bilder werden noch generiert. Ist noch nicht so weit. Gut, ich bin mit unserem Snappy Store schon mal ein Stückchen weiter. Ne? Wir hatten ja diesen WebDM-Service installiert und konnten im Snappy Store mal gucken, was da so los ist. Da gab es dann schon eine ganze Menge Apps und noch nicht alle waren so installierbar. Zum Installieren dann Hinweis, wie man etwas installiert. Zum Beispiel das Hello World Demo und wie man es ausführt. So. Wir machen mal ein neues Terminal auf. Und zwar geht das dann mit sudo, ja, also mit Root-Rechten. Wir installieren jetzt aber nicht apt-get, sondern snappy install und dann zum Beispiel hello world, ja, und gegebenenfalls, falls es zum Beispiel mehrere gibt, mehrere Demos, hier das noch näher spezifizieren. Hier das von Canonical und Enter drücken und dann würde das installiert, wenn ich es nicht schon hätte. Ne? Ist already installed. So, und dann hätten wir noch Snappy List, um uns anzuschauen, was da bei mir schon installiert ist. Ne? Da sehen wir Hello World. Ja? Und falls Hello World in mehreren Versionen bei mir schon vorliegt, ne, weil sich das aktualisiert hat, da gibt es so eine Art Rolling Release System. Kann man machen mit Snappy List minus V. Und dann sieht man, da hatte ich schon vorher eine andere Version. Ne? Die ist auch auf meiner Platte, aber die ist im Moment nicht aktiv. Ne? Die könnte ich aber zurückrollen, wenn ich wollte. Da gibt es dann auch Befehle für. Ne? Also die mit dem Sternchen hinten dran, die ist im Moment hier installiert. Gut, wie führt man das aus? Ja, jetzt weiß ich, Hello World ist installiert. So, also jetzt kleiner Hinweis, wie führt man so einen Snap überhaupt dann aus, vom Terminal aus? Dann gibt man natürlich ein, wie das heißt, hello-world und dann Punkt, ne? Wird hier automatisch schon komplettiert, also der Punkt. Ja, und jetzt weiß ich nicht, da kommt noch was dahinter. Ja? Und zwar auf der Tastatur zweimal die Tab-Taste drücken, Tab-Tab, und dann seht ihr, falls das Snap mehrere Programme mitbringt zum Ausführen oder Befehle, könnte ich auch sagen, dann werden die aufgelistet und die kommen dann hinten dran. Zum Beispiel sehe ich hier Hello World.echo, also gebe ich mal ein .echo und dann steht da Hallo Welt, also Hello World. Gut, jetzt gibt es da noch mehrere, falls es mehrere gibt, zum Beispiel Evil. Nicht Evil Knievel, sondern hier wird so getan, als wäre das Snap böse. Es versucht, obwohl es mit Up-Armor geschützt ist, ne, also wir geschützt sind, irgendwo reinzuschreiben, wo es nicht darf. Und da muss eine Fehlermeldung kommen, wenn wir alles richtig gemacht haben. Und wir haben hier alles richtig gemacht. Hallo, böse Welt. You should see a permission denied error next. Und wenn dieser permission denied error kommt, ist das eine erwünschte Fehlermeldung. Ne? Da hat er versucht, ins Temp-Verzeichnis zu schreiben und dieses Snap darf da nicht hineinschreiben. Ja? Also so führt man dann mal so Snaps aus vom Terminal. Was ist das mit dem Up-Armor? Ne? Das ist ja abartig quasi. So, also, gefunden habe ich dann auch, wir gehen mal rein in CD-Var und dann Lips und dann Snappy und dann Up Armor, ja, also abartig quasi. Und dann gibt es die Profile, auch noch Profiles in das Verzeichnis und da gucken wir uns mal an, was da so drin ist. Und da sieht man die Dinger nämlich auch. Und da sind quasi die, ja, unser
böses Hello World Skript. Ja, das soll ja nicht schreiben können. Und warum konnte er das nicht in Temp-Ordner schreiben? Könnte es ja normalerweise. Weil es halt Profile von AppArmor da gibt und die das davon abhalten. Ja, wir könnten jetzt mal spaßeshalber das mal öffnen. Ich kopiere mal den Pfad, kopieren. Gehen jetzt mal mit dem Editor da rein und öffnen und dann da einfügen. Und was wollen wir da? Zum Beispiel, ja, jetzt muss ich das wieder kopieren eigentlich. Weil wir das nichts. Gibt das hier. Kopieren. Und da rein, Stefan. So. Und dieses komische Zeichen da hinten brauche ich jetzt nicht und kann das öffnen. So, dann gibt es für AppArmor diese Beschreibung. Always access to app specific directories and basic runtime. Das ist nur eine Beschreibung. Kommentare sieht man hier an, ne? Die haben keinen Effekt. Ne? Und das ist quasi so eine Art Standard AppArmor Dingenskirchens um das entsprechende Programm hier, den bösen Hello World Canonical, davon abzuhalten, irgendwo reinzuschreiben, wo er nicht soll. Und da sieht man nochmal den Namen, Profilnamen und was darfst denn. Hier sind immer die Anmerkungen, die sind immer wichtig. Ne? Was darfst denn? Was müsste hier noch getan werden? Ne? Ja, da gab es wohl mal ein Problem mit P-Trace. Ja? Nicht nur bei diesem App, sondern bei allen. Ja. Sondern dieses P-Trace-Programm, das musste explizit ausgeklammert werden. Ja, also nicht nur ein Audit machen mit P-Trace, sondern das explizit verbieten zu nutzen, weil man sonst aus der Sandbox ausbrechen hätte können. Ne? Unsere App hätte dann böse Dinge tun können. Ne? Deshalb hat man hier einen Kommentar vorgeschrieben, Audit nicht mehr, sondern jetzt wird es tatsächlich denied, ne? Also was hier nicht explizit erlaubt ist, ist quasi verboten. So sehe ich das zumindest. Ne? Und falls das Bash-Skripte sind, was darf es nicht? Und da wird viel, viel, viel geschrieben. Also da ist, glaube ich, noch ein bisschen Handlungsbedarf, noch einiges auszuklammern. Ne? Zum Beispiel Hostname, darf man den lesen oder nicht? Hm? Ja, darf es oder darf es nicht? Da mal vielleicht mal reingucken. Da gibt es viele interessante Dinge mal zu lesen, auch Richtung Sicherheit mal nachdenke, vielleicht können ja auch mithelfen, ein bisschen weiter zu entwickeln. Hier sind zum Beispiel viele Programmnamen definiert. Common Utilities for Shell Scripts und die scheint man wohl zu erlauben mit bestimmten Zugriffsregeln, Read oder wie auch immer, oder gegebenenfalls zu verbieten. Könnte ja gegebenenfalls mal mithelfen, die Liste zu erweitern. Also das habe ich gefunden. Sehr schön, CD. Und wir machen mal nochmal Steuergeld, damit wir hier... Vielen Dank für einen Zuschauer, der mir gesagt hat, mit Steuergeld kriegst du leeres Terminal, brauchst du nicht mehr clear schreiben. Dankeschön. So, was haben wir noch? Wir hatten ja System Control, System CT, System Control, wenn man das nur so eingibt, und zwar richtig, Moment, zwar... dem da, das wird ohne R geschrieben, dann sieht man auch, was da alles so an Services läuft im Hintergrund und da tauchen dann auch die Snappies dann teilweise mal auf, habe ich gesehen. Na, Snaps Ubuntu, ne? Snaps Hello World, Canonical, ne? Und da sieht man so einige Services, die laufen, erlaubt sind, verboten sind, was der Teufel was, ne? Zum Beispiel da ist ein Service nicht gestartet gewesen. Das kann man dann natürlich auch noch, hier zum Beispiel Boot OK Service ist bei mir nicht, hat bei mir nicht funktioniert. Da kann man mal reingucken und warum und weshalb. Kann zur Fehlerbehelfung ganz nett sein, da mal reinzugucken. Ne? Snappy Autopilot Timer für Auto Updates von Snappy, da mal reinzugucken. Ja, Ubuntu Core Snappy. Das habe ich noch gesehen. Das könnte vielleicht für einige interessant sein. So. Jetzt gucken wir nochmal in den Store. Ihr habt gesehen, da habe ich schon was installiert gekriegt, hingekriegt. Und zwar, das war das Ding, was wir gerade gesehen haben. Das war so textbasiert. Ne? Da gibt es auch andere Dinge, die sind textbasiert, wie dieser Moon Buggy. Ne? Natürlich total sinnloses Ding, aber gut, starten wir den alten Moon Buggy auch noch. Also Moon. Wenn ich jetzt nur Moon eingebe, Tab drücke, dann kommt sofort der komplette Pfad. Ne, inklusive Punkt Play, naja, Autokomplettierung für die Snappies geht.
Und dann sehen wir ein textbasiertes Spielchen. Enter-Taste starten und mit Space kann man springen. Also das ist ein bisschen älter. Ne? Also das ist doch keine gescheite Grafik. Nicht, ne? Denkt ihr euch. Richtig. Und quit. So, jetzt wollen wir aber mal eins mit Grafik. Mal ein erstes Snap mit Grafik. Nun, gesehen habe ich, dass der Ubuntu-Taschenrechner und die Ubuntu-Uhr mittlerweile auch als Snap vorliegen. Das mache ich mal hier in der Reihenansicht. Ubuntu-Kalkulator-App gibt es als Snap und der Ubuntu-Clock-App als Snap eigentlich von den Core-Developern. Die probieren da gerade rum. Wer jetzt denkt, die haben doch alle eine Waffel. Ne? So ein Snap. Ja, ein Taschenrechner mit 581 MB, das ist jetzt nicht der hier, ne? Das ist er nicht. Mit 581 MB, die haben ja wohl eine Waffe, ne? Denkt man, nein, das kommt jetzt darauf an, die probieren jetzt mit den Snaps überhaupt mal rum. Nun, Snaps funktionieren anders als das klassische apt-get. So wird nicht nur der Kalkulator, der Taschenrechner oder die Uhr installiert, sondern alles, was zum Laufen des Taschenrechners und der Uhr notwendig ist, in dem Fall halt die grafische Geschichte. Ne? Ich habe gesehen, das hat was mit QML-Szene zu tun. Ja, jetzt gehen wir auf Synaptik. Synaptik, damit ihr mal wisst, was da so los ist. Gehen wir da rein. Und es hat was mit Qt Chooser zu tun. Woher weiß ich das denn zeitlich? Qt Chooser. Gut, es ist jetzt, wenn ich das richtig schreibe, Chooser. So, Qt Chooser ist jetzt bei mir absichtlich, ne, habe ich extra mal deinstalliert, nicht installiert, wird aber zum Ausführen benötigt. Normalerweise, na, wenn ich das anders installieren würde als Snap, dann müsste ich alle Abhängigkeiten erfüllen. Ja? Dieser Taschenrechner, der hier als Demo ist, und auch die Uhr, die brauchen den Qt-Chooser. Und dann müsste normalerweise nach dem alten apt-System das hier alles installiert werden. Gut, und dann gibt es auch Qt4 und Qt5 und wer weiß schon, welche Version braucht denn jetzt dieser Taschenrechner? Nun, das kann sich jetzt der Autor des Snaps sparen. Ja, der macht das nämlich genau so, wie er es für richtig hält. Er bringt einfach alle Programme mit auf diesen Qt-Chooser, genau passend zu seinem Taschenrechner-App. Und wenn, ja, wenn jetzt die Uhr ein anderes Qt, einen Qt-Chooser oder QML-Szene braucht, dann bringt es auch seine eigenen mit. Das braucht zwar mehr Plattenspeicher, aber der Autor des Programms kann das über beliebig viele PCs sofort verteilen und weiß genau, alle seine Programme laufen. Ne? Weil die liegen ja. Ne? Gehen wir mal rein. Gehen wir mal rein. Rechner. Es gibt den Ordner Snaps. Und dieser Taschenrechner zum Beispiel von den Ubuntu Core Developern bringt sein eigenes. Hier ist die momentane Version, Current, sein eigenes Bin und etc. und User-Verzeichnis mit. Ne? Sein komplettes User-Verzeichnis mit, ohne dass mein echtes User-Verzeichnis überschrieben wird. Das ist ein Unterordner von Ubuntu Kalkulator im Oberordner Snaps. Ja? Und darin sind zum Beispiel die ganzen Binaries drin, und weil es so viele sind. Ja? Und da drin ist unter anderem dann auch Qt-Chooser in der Version, die der Autor auch daheim auf seinem Rechner hat. Und deshalb läuft das App auch out of the box quasi. Ja. Wollen wir das mal probieren? Ja. Deshalb sind aber die Dateien so ein bisschen größer. Man probiert das übrigens noch hinter über irgendwelche Festplattenmanager dann hinzukriegen, dass doppelt vorhandene Dateien nicht mehr so viel Speicherplatz benötigen. Wir schauen uns später mal an. Ubuntu Kalkulator ab. Kalkulator, das macht er automatisch. Ich habe das Video nicht geschnitten, ich habe einfach nur Tab gedrückt. Und dann sehen wir, wenn ich Enter drücke, vom Terminal aus, dass das Ding gleich startet. Und da ist es. Ne? Die Fehlermeldung hier im Terminal, wie gesagt, das ist eine frühe Entwicklerversion.
können wir ja auch beobachten. Wir machen das Terminal zu und haben hier den Kalkulator als Demo-Anwendung, als grafisches Programm laufen, obwohl das zum Starten des Programms benötigte QML-Szene gar nicht bei mir installiert ist. Ne? 16 plus 04 ist gleich 20. Ne? Das kommt irgendwie eigentlich so aus dem Ubuntu-Touch-Bereich, dieses Calculator ab, ne? Also der Taschenrechner. Ne? Sehr schön. Und jetzt, woher weiß ich, dass das mit dem QL-Szene ist? So, Rechner. Ich habe mir ja geguckt, die Snaps-Ordner. Und da drin ist zum Beispiel der Kalkulator, eine Current. Und wir sehen unter Binaries, da ist die Datei. Und dann habe ich mir angeguckt, was macht denn ne, das Ding? Also das Ding wird gestartet, ist ein Shell-Script, wenn das Snap gestartet wird. Ne? Und ich sehe dann, dass hier UserBinQML-Szene gestartet wird, aber nicht mein tatsächlicher Ordner UserBinQML-Szene, sondern hier wird noch der Oberordner Snap drüber gesetzt. Ne? Gut, also dieses Snap braucht QML-Szene und das bringt es selber mit in seinem Ordner da. Ja. Und wir sehen dann hinterher, dass es dann das entsprechende QML-Programm ausführt, das es selber mitbringt. Ne. Das Ubuntu Calculator App ist ein QML-Skript, ja, würde ich sagen. Und dafür muss es erstmal das entsprechende Programm geben, hier in dem Fall QML-Szene, damit es überhaupt ausgeführt werden kann. Und das bringt es selber mit. Und zwar in der Version, von der der Autor weiß, wie funktioniert. Und deshalb kann er das so schnell über tausende Millionen PCs verteilen. Und es lässt sich natürlich auch wieder absolut sauber entfernen von meinem Rechner. Ich könnte einfach so ja, nur einfach den Ordner Snaps löschen. Das macht man natürlich nicht. Das macht man ordentlich über die Kommandozeile. Ne? Mit sudo snappy install kann man was installieren. Und dann sammeln sich hier die Snaps ohne mein eigentliches Dateisystem, das ja so aussieht. Hier ist mein echter Ordner, ne? Und hier ist mein echter User-Ordner. Und die Snaps, hier in dem Fall der Kalkulator, bringt seinen eigenen User-Ordner mit. Und das ist der Unterschied. Und deshalb ist er jetzt ein bisschen größer. So, das Gleiche machen wir jetzt nochmal mit der Uhr. Ja, wir haben ja auch noch die Uhr Ubuntu Clock. Und dann soll es auch wieder gut sein. Funktioniert, wie gesagt, die Dateigröße, das ist kein Fehler, sondern das ist eine Notwendigkeit aufgrund des neuen Systems, wie man überhaupt Apps installiert. Ja. Die Programmierer können alles mitbringen, was sie wollen, damit das Programm out of the box läuft, ohne dass es unser eigentliches im Hintergrund abgeschottetes, mit Armor abgekapseltes System verbastelt. Gut, haben wir kapiert, mit dem Nachteil für uns, dass es größer ist. Und das kleiner zu kriegen, darum sollen sich hinter irgendwelche Festplattenmanager kümmern. Ne? Zum Beispiel, wenn man hier sieht, wir unterschreiben sich nur durch ein Skript, dass auf der lokalen Festplatte die gleichen Binaries benutzt werden. Dabei muss dann natürlich aufgepasst werden, wenn man zum Beispiel die Uhr deinstalliert, dass sich nicht gleichzeitig die Dateien von dem deinstallieren. Da muss man sich noch was Schönes einfallen lassen. Jetzt starte ich auch mal die entsprechende Ubuntu Clock. Die hat nämlich einen kleine Stoppuhr dabei. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.